Und wie angekündigt, habe ich jetzt den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-Ratsfraktion zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Jens-Michael Emmelmann. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen ein bisschen über das E-Mail-Zentrum sprechen. Seit Anfang des Monats steht ja fest, dass es wieder verkauft wird. Sie waren nicht überrascht diesbezüglich. Wie kam es? Letztendlich muss man sich da ein bisschen die Vorgeschichte zu angucken. Und wir müssten etwas zeitlich zurückspulen zu dem Zeitpunkt, wo die Unternehmensgruppe von Herrn Dayan das Ganze übernommen hat. Das ist, glaube ich, 2016 gewesen, wenn ich mich nicht täusche, und die Politik dort mit involviert wurde. Es waren damals schon eigenartige Auftritte des Investors im Rat der Stadt Hannover, die wir erlebt haben, die auch mit der Interviewsituation, die uns zur Verfügung stand, mit dem Investor einige oder andersrum mehr Fragen aufgeworfen hat, als dass sie Lösungswege aufgezeigt hat. Und letztendlich das Verhalten der Stadt Hannover hat nicht dazu beigetragen, dass ein Investor sich so unter Druck gefühlt gesetzt hat, dann auch wirklich in erster Priorität eine Fertigstellung des Objektes zu sehen. Wenn das denn aus Ihrer Sicht so offensichtlich war, warum scheint denn dann die Stadt Hannover so blind gewesen zu sein und hat das nicht bemerkt anscheinend? Ich weiß nicht, ob es blind ist. Ich glaube, man hat ja nicht genug Mut gehabt, vernünftig und selbstbewusst gegenüber dem Investor aufzutreten. Wenn man hilflos ist in seiner Position, wie man agiert, dann führt es häufig dazu, dass man hofft, dass andere das Problem lösen. In dem Fall hat die Stadt sicherlich gehofft, dass der Eigentümer das Problem für die Stadt löst, dieses öffentliche Ansehen des Objektes durch eine umfassende Modernisierung verbessert. In dem Fall ist es aber so, dass sie sich selber in eine schwache Position gebracht hat und das auch mit unseren Warnhinweisen damals absichtlich anscheinend oder trotz unserer Hinweise, und die Quittung haben sie jetzt dafür bekommen. Und was ist das jetzige Problem, dem man sich aus politischer Sicht ja als erstes annehmen muss? Die Stadt hat ja, also das sind glaube ich mehrere Felder, an denen man arbeiten muss. Vielleicht einmal dazu zurück, was die Stadt hätte tun können oder jetzt tun muss. Die Situation, dass sie ja einer der größten Mieter mit in dem Objekt ist. Und auch als Mieter hat man eine gewisse Position dem Vermieter oder Eigentümer gegenüber, indem man natürlich gewisse Dinge einfordert. Bevor man Mietverträge verlängert, kann man gewisse Renovierungen einfordern. Was wir auch damals übrigens als CDU-Ratsfraktion gegenüber der Stadt eingefordert haben, dass sie sich so verhält, hat sie dann aber leider in der Konsequenz nicht getan. Letztendlich hat sie dem Investor nur mehr Zeit verschafft, zu agieren und vielleicht nach einem besseren Kaufpreis für das Objekt auf dem Markt zu suchen. Das ist ein Feld. Die Stadt muss ganz klare Linien umreißen, was passieren muss, in welchem Zeitraum, sonst wird eine Kündigung ausgesprochen des Mietverhältnisses. Und das ist in der Größenordnung schon empfindlich, auch für einen solchen Investor, weil er nicht einfach so einen Ersatz finden wird. Und das andere ist, dass man natürlich im Rahmen der Baumaßnahmen sich zusammensetzt und natürlich auch hier als Stadt Hannover Forderungen und Ziele definiert, wie das Ganze auszusehen hat. Lauern denn beim nächsten Investor ähnliche Gefahren? Bei jedem Investor in der heutigen Immobilienzeit, der ein Objekt erwirbt und Zeit genug bekommt, es zu behalten und keinen großen Verlust durch Finanzierung zu erleiden, indem die laufenden Finanzierungskosten hoch genug sind, dem spielt die Zeit momentan zu. Der wartet, wenn man ihn nicht zwingt, zu handeln, zu renovieren, zu sanieren. Und er kann damit rechnen, dass in der Zukunft die Immobilie mehr wert sein wird. Und er wird das gleiche Spiel wiederholen. Der bald ehemalige Investor InTown hat ja auch das Maritim-Hotel gekauft. Das haben Sie schon an anderer Stelle mal ins Spiel gebracht. Was hat das miteinander zu tun? Es ist in dem Fall der gleiche Investor. InTown hat damals auch das Maritim erworben von der Stadt. Und die Stadt hat im nahezu nahtlosen Übergang das Hotel angemietet für eine Flüchtlingsunterkunft. Und hier ist natürlich die Frage aufzuwerfen, wie verhält es sich mit dem Maritimhotel? Was macht der Investor an dieser Stelle? Bisher hat er nichts investiert, nur Mieten durch die Stadt erhalten. Und die Frage ist, was hat er weiter damit vor, mit diesem sehr repräsentativen Objekt gegenüber vom Rathaus? Auch hier hätten wir uns damals gewünscht, dass die Stadt enger umrissene Forderungen mit in den Kaufvertrag reinformuliert. Das ist aber alles unterblieben. Ganz kurz noch zum Schluss, was streben Sie als CDU-Ratsfraktion jetzt diese Immobilien betreffend in der nahen Zukunft an? Wir streben an, konstruktiv mit einem Gespräch teilzunehmen, den Investor zu einer Aussage zu bekommen, in welchem Zeitraum er die Objekte oder das Objekt sanieren wird. Und wir werden das auch mit einem Antrag begleiten, dass die Stadt Hannover gezwungen wird, diese Fristen per Vertrag zu vereinbaren und bei Nichteinhaltung einer einzelnen Frist, nur einer einzigen, die Kündigung für die Mietflächen ausspricht, damit ein gewisses Druckverhältnis dem Investor gegenüber vorhanden ist. Dann bleiben wir gespannt und ganz Hannover bleibt gespannt, wie es weitergeht mit dem E-Mail-Zentrum. Jens-Michael Emmelmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.